Dein Samsung Galaxy Note 10 Plus ist dir runtergefallen und jetzt hast du einen fetten Sprung im Display? Vielleicht geht aber auch dein Touch nicht mehr richtig? In diesem Reparaturvideo erklären wir dir, wie du dein Display selbstständig austauschen kannst. Der Displaytausch ist beim Note 10 Plus relativ schwierig, da Backcover und Akku stark verklebt sind und viele Komponenten ausgebaut werden müssen. Plane daher etwa 75 bis 90 Minuten für die Reparatur ein. Wir empfehlen dir die folgenden Werkzeuge. Diese und ein Original Samsung-Ersatzdisplay für dein Note 10 Plus findest du in unserem Online-Store auf iDoc.eu. Die Links dazu haben wir dir in die Infobox gepackt. Wenn du an einer Stelle nicht weiterkommst, schreib uns deine Frage gerne in die Kommentare unter das Video. Natürlich kannst du aber auch unsere ausführlichen Fotoanleitungen nutzen, in denen noch einmal alles Schritt für Schritt beschrieben ist. Diese haben wir dir ebenfalls in der Infobox verlinkt. Schalte dein Galaxy Note 10 als erstes aus, um potenzielle Kurzschlüsse während der Reparatur zu vermeiden. Halte dafür die Funktions- und die Leiser-Taste für einige Sekunden gleichzeitig gedrückt. Das Note 10 Plus wird über das stark verklebte Backcover geöffnet. Erwärme den Rand des Backcovers mit heißer Luft, damit du ihn leichter von der Display-Einheit lösen kannst. Du kannst dafür einen normalen Haartrockner oder aber wie in unserem Fall einen Heißluftföhn benutzen. Erwärme das Display dabei nur so weit, dass du es noch anfassen kannst, ohne dir dabei die Finger zu verbrennen. Weil der Rand des Backcovers leicht abgerundet ist, solltest du ihn auch leicht schräg von der Seite erwärmen. Sobald der Rand des Backcovers ausreichend erwärmt ist, kannst du einen Saugnapf ansetzen. Ziehe ihn nach oben, um einen schmalen Spalt zwischen Backcover und Display-Einheit zu erzeugen. Führe das schmale, stabile iFlex in den Spalt ein, um ihn zu vergrößern. Da die Ecken des Backcovers abgerundet sind, lässt sich das iFlex am einfachsten über die geraden, flachen Kanten einführen. Das iFlex besteht aus Metall und hat scharfe Kanten. Um dein Backcover und den Rahmen deines Note 10 Plus nicht zu zerkratzen, empfehlen wir dir, so früh wie möglich zu einem flachen Kunststoffwerkzeug zu wechseln. Für unsere Reparaturen verwenden wir das biegsame iPlastics. Damit sich die bereits gelösten Stellen nicht direkt wieder verkleben, empfehlen wir dir, in regelmäßigen Abständen flache Plastikplektren entlang des Backcoverrands einzuführen. Erwärme den Rand ruhig mehrmals und arbeite dich so Stück für Stück vor. Wir haben zuerst die beiden kurzen Kanten gelöst und erst im Anschluss die beiden langen, da das Lösen durch das abgerundete Backcover dort schwerer ist. Bist du mit deinem Werkzeug einmal rings um das Backcover gefahren, kannst du die Plektrum wieder entfernen. Ist das Backcover vollständig gelöst, kannst du es vorsichtig aufklappen und zur Seite legen. Entferne nun den SIM-Kartenhalter. Dieser befindet sich an der oberen Gerätekante des Note 10 Plus. Drücke mit einem spitzen Gegenstand wie dem SIM-Tool in die kleine Öffnung neben dem SIM-Kartenhalter, um ihn aus dem Gehäuserahmen zu drücken. Als nächstes müssen die drei Gehäuseabdeckungen entfernt werden, mit denen die beiden Platinen und der Akku gesichert sind. Drehe dazu zunächst die 14 Phillips-Schrauben heraus. Beginne dann damit, die mittlere Metallabdeckung hochzuklappen, an der die NFC-Antenne integriert ist. Trenne den Antennenkonnektor unter der Metallabdeckung vorsichtig mit einem Kunststoffspatscher von der Hauptplatine. Um nichts auf der Platine zu beschädigen, solltest du immer von der Seite am Konnektor ansetzen, auf der sich keine kleinen Bauteile befinden. Löse jetzt die leicht verklebte NFC-Antenne und lege sie beiseite. Anschließend kannst du auch die beiden Plastikabdeckungen entfernen. Die Plastikabdeckung im oberen Bereich kannst du einfach mit den Fingern oder einer Pinzette herausnehmen. Die untere Abdeckung ist fest eingehakt und muss mit einem Spatscher vorsichtig herausgehebelt werden. Sobald die Abdeckungen entfernt sind, kannst du den Akkukonnektor trennen. Dies solltest du immer so früh wie möglich tun, um einen potenziellen Kurzschluss während der Reparatur zu vermeiden. Über dem Akku verlaufen drei Flexkabel. Dabei handelt es sich um das Kabel der Mobilfunkantenne, das Kabel, das USB-Platine und Hauptplatine verbindet, sowie das Flexkabel des Displays. Trenne sie jeweils von der Haupt- und USB-Platine, indem du ihre Konnektoren vorsichtig mit einem Spatscher löst. Zwei der gelösten Kabel kannst du zur Seite legen. Das zweite Ende des Displaykabels ist in der Display-Einheit verbaut. Im nächsten Schritt wird der Akku entfernt. Da dieser stark verklebt ist, musst du ihn zunächst erwärmen. Erwärme den hitzeempfindlichen Akku aber dabei nie direkt, sondern immer nur von der Display-Seite aus.
Ist der Akku ausreichend erwärmt, kannst du ihn vorsichtig mit einem Akkuspatscher aus seiner Führung hebeln. Gehe dabei besonders vorsichtig vor, um den Akku nicht zu verbiegen und das noch angeschlossene Displaykabel nicht zu beschädigen. Ist der Anfang gemacht, empfehlen wir dir, mit dem iPlastics weiterzumachen. Dieses ist sehr flach und biegsam, sodass du damit gut unter den Akku fahren kannst, ohne ihn zu beschädigen. Ist der alte Akku entfernt, kannst du mit dem Ausbau der Hauptplatine beginnen. Entferne dazu zunächst die Frontkamera von der Platine, indem du sie vorsichtig mit einem Spatscher abhebelst. Nimm sie dann mit einer Pinzette heraus. Trenne dann die restlichen Konnektoren ebenfalls mit einem Spatscher von der Hauptplatine. Hierbei handelt es sich um den Konnektor für die Lautstärketasten, den Digitizer und den Konnektor des S-Pen. Sind alle Konnektoren getrennt, kannst du die Platine selbst aus ihrer Führung in der Display-Einheit hebeln. Die USB-Platine ist mit 3 Schrauben fixiert. Beginne damit, sie herauszudrehen, bevor du auch die USB-Platine aus ihrer Führung hebelst und aus deinem Gerät nimmst. Hast du alle Komponenten ausgebaut, musst du sie alle wieder in dein Ersatzdisplay einbauen. Ziehe dafür vorab alle Folien und Siegel vom neuen Display ab. Setze zunächst die USB-Platine wieder ein und fixiere sie mit den 3 Phillips-Schrauben. Setze anschließend auch die Hauptplatine ein und drücke sie fest. Achte dabei darauf, dass du beim Einsetzen keine Konnektoren einklemmst. Schließe alle Konnektoren wieder an, indem du sie vorsichtig auf der Platine festdrückst. Drücke Konnektoren dabei nie mit Gewalt fest. Eine Beschädigung kann zum Ausfall eines ganzen Bauteils führen. Sind alle Konnektoren angeschlossen, kannst du die Frontkamera wieder einsetzen und anschließen. An dieser Stelle kannst du nun auch den Akku wieder einsetzen. Im Normalfall reichen die Klebereste auf der Rückseite des Akkus aus, damit er wieder fest sitzt. Du solltest aber darauf achten, dass er überall eben in der Führung sitzt. Möchtest du auf Nummer sicher gehen, entferne die Klebereste und klebe den Akku mit dünnem, doppelseitigem Klebeband fest. Setze den Akku in seine Führung und drücke ihn fest. Schließe dann wieder die 3 Flexkabel auf der Haupt- und USB-Platine an. Auch der Akku kann an dieser Stelle wieder auf der Hauptplatine angeschlossen werden. Bevor du dein Note 10 Plus wieder verklebst und verschließt, solltest du es an dieser Stelle einmal auf seine Funktionsfähigkeit testen, um sicherzugehen, dass deine Reparatur erfolgreich war. Nutze dazu das Samsung-Testmenü und gehe ein paar Grundfunktionen durch. So zum Beispiel die Funktion von Touch und die Anzeige von Farben. Kontrolliere gegebenenfalls noch einmal, ob alles richtig verbaut und angeschlossen ist. Ist alles in Ordnung, kannst du dich daran machen, die Abdeckungen wieder einzusetzen und zu befestigen. Setze zuerst die beiden Plastikabdeckungen ein. Diese sind an ihrem Rand mit Nasen versehen, die richtig im Gehäuserahmen einrasten müssen, damit sie eben sitzen. Drücke dann noch die Metallabdeckung mit der NFC-Antenne fest und verschraube sie. Achtung, wir haben leider vergessen, den Konnektor der NFC-Antenne wieder anzuschließen. Schließe den Konnektor an, bevor du die Metallabdeckung verschraubst. Verschraube anschließend auch die beiden anderen Abdeckungen. Setze jetzt den SIM-Kartenhalter wieder am oberen Gehäuserand ein. Wenn der Kleber auf der Innenseite des Backcovers noch ausreicht, kannst du ihn wiederverwenden. Schneide ihn bei Bedarf noch zu, damit sich keine Klumpen bilden und das Backcover richtig schließt.
Reicht der Kleberahmen nicht mehr aus? Entferne ihn und bringe einen neuen an. Bringe das Backcover wieder an und drücke es fest. Damit sich der Kleber wieder richtig verbindet, solltest du den Rand des Backcovers noch einmal erwärmen und dein Smartphone dann eine halbe Stunde mit einem schweren Gegenstand beschweren. Wir nehmen in unserem Fall Klammern. Wenn dir diese Anleitung weitergeholfen hat, dann gib diesem Video doch einen Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal. Folge uns auch auf Instagram, um keinen neuen Inhalt mehr zu verpassen. Hochwertiges Werkzeug, Ersatzteile und Zubehör findest du in unserem iDoc Store. Weitere hilfreiche Videos findest du hier. Bis zum nächsten Mal!